So Leute, heute gibt's mal wieder Bratklöpse. Gehacktes ist schon drinne. So, dann gebe ich Senf ran. Sollte genügen. So, dann kommt noch Pfeffer ran. Nicht so wenig. Naja, die Zwiebel lasse ich mal weg, weil der Hund möchte bestimmt auch ein bisschen essen. Eigentlich mache ich das nicht so gerne, aber eine fällt bestimmt mal ab für den Hund. Natürlich Salz noch ranmachen. So, Ei haben wir schon ranne. Ja, Leute, ich habe leider kein Paniermehl, aber da kann man auch Brot dran machen. Toastbrot. Schmeckt sogar noch manchmal besser. Genau. Ist immer eine Lösung noch. Oder man nimmt sich altes Brot. Dann mache ich das in Maschine rein, dann habe ich genau das gleiche. Aber das ist auch eine Lösung hier. Ja, dann knicken wir das Ganze gut durch. So, ist dann fertig. Und wenn wir das schön formen und auf das Blech geben. Ja, Leute, aber wie gesagt, ich mache das nicht in der Pfanne. Jo, dann gebe ich das Ganze mal in den Ofen rein. So, Klappe zu, Fleisch, da und Gewinn. Ja, ist immer dieses One Touch. So. Ich versuche immer viel wie möglich raufzukriegen. So. Ja, Leute. So sehen die aus. Ne? Jetzt waren sie 20 Minuten im Ofen. Ich habe die natürlich innerhalb von 10 Minuten umgedreht. Insgesamt 20 Minuten. Also, die sehen noch lecker aus. Und das alles ohne Fett. Ja, dann werde ich mal eine anschneiden. Ja, ich habe euch die mal auf dem Teller gepackt, damit ihr euch besser sehen tut. Sieht ja auch freundlicher aus. Also das sieht doch appetitlich aus. Wie gesagt, ich habe hier auch keine Zwiebel heute ran gemacht. Ne? Werde mal kosten. Ich habe hier noch eine. Leute, das schmeckt. Auch schön weich. Ja, also der Ofen. Ich zeige euch noch mal den Ofen. Ja. Und wie gesagt, ne, ich kann euch den nur empfehlen.
muss ich jetzt da reinigen. Ja, ich brauche nur hier die Spirale ein bisschen sauber machen. Ja, das war's.